Willkommen zurück zu The Legend of Zelda. Nein, Spaß, natürlich zu Super Smash Bros. Brawl beim Stage-Bewerter. Und jetzt geht's weiter mit der Brücke für Eldin, wo Link gegen, mit Epona gegen diesen Typen aus dem Intro kämpfen musste, der irgendwie was Schlimmes gemacht hat. Der Zelda entführt, ich weiß gar nicht mehr, schon so lange her. Das war halt so ein Showdown auf der Brücke und der kommt hier auch. Richtig geil. Daran angelehnt. Und es gibt ja auch Vulkan-Eldie in Skyward Sword, Zelda, The Legend of Zelda Skyward Sword. Aber das ist jetzt Twilight Princess, ist schon klar. Ja, aber zu dieser Stage mit das Lame, nice. Passt ja zu Twilight Princess. Ja, hintergrundtechnisch. Richtig geil Design, ne? Oh, Midlas Layman, das ist ein geiler Soundtrack. Ja, und da passiert schon, erst denkt man ja, normale Stage, so wie letzte Station, nur so eine Ebene, ne? Nein, es wird von der Bodenstage zu einer Luftstage hier, in dem der Boden zerstört wird. Es gibt zwar keine anderen Plattformen, aber jetzt gibt's, ja, jetzt wird, mach aus 1-2, ne? Teilen ist immer schön. Naja, aber das ist wirklich geil hier. Auch sehr detailreich gearbeitet wird hier. Ihr seht's ja, da wie die Brücke repariert wird hier mit diesen Dingsbums hier. Ich weiß, da kommen noch immer die Dämonen raus vom Himmel. Wenn ich mich recht erinnere ans Twilight Princess. Oh, Lucario Special, habe ich jetzt aber keine Angst vor. Mach doch, mach doch! Oh, Idiot, ey. Ja, Lucario Special ist für den Arsch. Kann man so leicht ausweinen. Ja. Detailreich, man kann super drauf kämpfen, man kann auch gut taktieren. Es gibt da Abgründe, die gemacht werden. Es passiert was durch diesen Boss da. Ja, die Bombe explodiert noch und wenn man nicht schnell genug ist und dann kann man auch untere Brücke landen, ja, wenn man nichts lernt und dann wird man Penner und landet auch unter Brücke, aber ist was anderes. Ja, wenn man untere Brücke hier landet, ist man auch down, weil dann kommt man nicht mehr hoch. Also es ist schon geil hier, viele Sachen werden hier eingebracht und hier, wie sie hier arbeiten mit dem Detail. Manchmal folgt hier auch noch so ein kleiner Gegner. Also sehr, sehr geil. Und guckt euch den Hintergrund an. Epicness pur. Also lässt sich super drauf kämpfen, wie schon gesagt. Es ist wirklich hammermäßig geil. Bäm! Tschüss, Mann. Ja, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht unter Brücke lande, weil sonst... Ja. Ist so eine Hammer-Stage, ich sag's euch. Es ist eine der besten Stages in der Super Smash Bros. Geschichte, meiner Meinung nach. Deswegen bekommt diese Stage durch die ganzen Details, durch dadurch, dass was passiert, was ordentlich ist. Und, ja, dass hier mit Detail gearbeitet wird und allen drum und dran. Taktik, super, kann man drauf kämpfen. Alles perfekt, meiner Meinung nach. Ist eine 1+. Wirklich, es ist eine 1+. Auch wenn es der Ort nicht wechselt, ist ja auch nicht. Man lässt sich super drauf kämpfen. Und Ortswechsel haben wir eh schon von DK's Kaskaden gelernt, dass es nicht immer geil sein kann. Oh, das war gerade geil. Er schießt die Aura-Sphäre in dem Moment ab, wo ich die Bombe geschmissen habe und explodiert die Bombe natürlich. Also er jagt die damit in die Luft. Take that! Ah, scheiße. Herzgott jeder. Yes. Das ist so schlecht Special von Lucario, ey. Das ist gar nichts. Da ist wieder die Bombe, also es ist hammermäßig. Wie auch mit Bodenstage, also es ist, wie es sich abwechselt, Bodenstage, Luftstage, ist hammermäßig geil. Hammermäßig geil. Ja. Und hier Schusswaffen, Minen kann man hier super legen. Alles. Das ist epic. Ist einfach nur hammermäßig. 1+ für Brück für Elding. Hammer. Endgeil Stage.